Da sind wir vielleicht im Sport an der einen oder anderen Stelle noch ein, zwei Schritte zurück. Aber, und das ist auch unsere Haltung und unsere Rolle, wir machen da nicht nur darauf aufmerksam, sondern wir wollen aktiv unseren Beitrag leisten, um auf allen Ebenen insbesondere das Thema Klimaschutz voranzutreiben. Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmaniac Podcast. Mein Name ist Daniel Sprügel und dieser Podcast ist wie immer eine Produktion unserer Podcast-Agentur Maniac Studios. Mein heutiger Gast ist Georg van der Voorst, Head of Sportsponsoring bei Fissmann. Mit Georg sprechen wir über die Sponsoring-Strategie des Klimatech-Unternehmens, wie sich Fissmann im Sponsoring in den letzten zwei Jahren neu aufgestellt hat, warum das zu einem Ausstieg aus der Formel E und zu einem Einstieg in den Fußball geführt hat und warum Wintersport auch nach fast 30 Jahren immer noch im Fokus der Sponsoring-Strategie bleibt. Zudem sprechen wir über das neue Engagement als internationaler Climate-Partner beim FC Bayern München, wie Fissmann seinen Nachhaltigkeitsansatz über die Sponsorings hinweg aktiviert und über die Verantwortung von Sponsoren, Vereinen und Verbänden beim Thema Klimaschutz. Und bevor es losgeht, ein Tipp für alle Ausdauerfans unter euch. Unser heutiger Partner ist Enduko, der digitale KI-Coach von und für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du möchtest dein Rad- oder Lauftraining strukturiert auf ein neues Level bringen und dabei nicht 100 Euro oder mehr für einen Personal Trainer ausgeben, dann solltest du dir am besten mal Enduko anschauen. Die KI-App für individuelle Trainingsplanung im Ausdauersport. Egal ob mit oder ohne Trainingshistorie, hol dich Enduko dort ab, wo du aktuell stehst und plant die gesamte Saison hin zu deinem persönlichen Ziel. Und selbst wenn du gerade mitten in der Saison steckst, passt der smarte Algorithmus deinen Plan 24/7 auf deine Bedürfnisse an. Überzeug dich am besten selbst, geh jetzt auf sportsmaniac.de/enduko, geschrieben E-N-D-U-C-O, und teste die App ganz einfach 2 Wochen kostenlos. Alle Infos und den Link findest du wie immer nochmal in den Shownotes. Und genau da in den Shownotes findest du auch noch einen zweiten Link, und zwar zu unserer Jobseite, denn wir suchen aktuell wieder Verstärkung für unser Team. Zum einen eine bzw. einen Werkstudenten, der oder die mich hier beim Sportsmaniac Podcast unterstützt, und eine bzw. einen Account Manager für unser Podcast-Team von Maniac Studios. Schau also gerne mal vorbei auf maniacstudios.com/jobs. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit Georg van der Voorst von Fissmann hier in Episode 316 des Sports Maniac Podcast. Zum Start in die kalte Jahreszeit habe ich heute erstmal meine Heizung wieder hochgedreht. Tatsächlich das erste Mal, und mir auch den passenden Gesprächspartner in den Podcast eingeladen. Und wenn ich euch jetzt frage, denkt bitte mal an einen Wintersportsponsor, dann kommt euch wahrscheinlich auch die Marke in den Kopf, die mir als erstes in den Kopf kommt, das Klimatechnologieunternehmen Fissmann. Herzlich willkommen, Georg van der Voorst, Head of Sportsponsoring von Fissmann. Hallo Georg. Hallo, grüß dich Daniel, freut mich heute dabei zu sein. Georg, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ihr seid kurz vor Wintersport-Saisonstart. Wenn der Podcast erscheint, ist die Wintersport-Saison schon gestartet. Und ihr habt gerade erst nochmal, man hat ja nicht genug zu tun vor der Saison, ein Sponsoring mit dem FC Bayern abgeschlossen rund ums Thema Climate. Darüber werden wir heute sprechen. Aber vorweg will ich einmal sagen, dass es für mich heute ein ganz besonderer Podcast ist. Wir kennen uns jetzt schon seit knapp 10 Jahren von meiner Zeit bei Sport 5. Ich war da bei Eintracht Frankfurt und du warst damals noch in deiner Rolle als Sponsoring-Verantwortlicher bei der Deutschen Bahn, Premium-Partner bei der Eintracht, und ich durfte euch, wenn man so will, in Frankfurt betreuen. Das ist der erste Schnittpunkt, den wir beide haben. Der zweite, ich weiß auch gar nicht, ob der so bekannt ist, aber ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, und zwar habe ich den Sportsmaniac Podcast 2016 gestartet und habe mir überlegt, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und ich habe damals den Georg van der Voorst ausgesucht als Verantwortlicher für die Deutsche Bahn im Sponsoring, weil er viel Zug fährt, viel pendelt, und habe gesagt, für den ist der Podcast auch optimal, um sich weiterzubilden. Ich spule ein bisschen vor, ein paar Monate später schreibst du mir tatsächlich eine E-Mail und sagst, Daniel, ich höre deinen Podcast. Du glaubst gar nicht, wie ich mich darüber gefreut habe, dass du dann eingeschaltet hast. Ein letzter Funfact zwischen uns, und dann gehe ich auch direkt in die Themen mit rein. Du warst indirekt auch unser erster Kunde für unsere Podcast-Agentur Maniac Studios. Damals bin ich aus dem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit, weil dein Kollege, der Flo Schröder, dein Kollege aus dem DB-Team, sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ich will einen Podcast machen für die DB Sportcamps. Haben wir auch gemacht, und deswegen für mich ein sehr, sehr besonderer Podcast, mit dir heute zu sprechen, Georg. War dir das alles bewusst, was ich dir gerade gesagt habe?
Das war mir tatsächlich bewusst. Das eine oder andere hattest du mir zwischendurch schon mal erzählt. Ist mir natürlich eine große Ehre, jetzt tatsächlich auch mal live und in Farbe dabei zu sein. Die Farbe bekommen die Hörer zwar nicht mit, aber nichtsdestotrotz freut es mich, dass jetzt nach so, so langer Zeit und vielen Anläufen möglicherweise wir es jetzt geschafft haben, mal miteinander zu plaudern. Und wir haben auch ein paar super Themen. Heute kreuzen sich unsere Wege wieder auf dem Weg in die Wintersportsaison. Wir nehmen jetzt gerade Mitte, Ende November auf. Anfang Dezember geht's für euch los. Was steht denn gerade so bei dir als wichtigste Prio auf deiner To-Do-Liste? Na, ich muss dich da sogar ein bisschen korrigieren. Die Wintersportsaison hat das letzte Wochenende schon angefangen mit dem Skisprung-Weltcup in Russland. Das heißt, wir haben im Vorfeld natürlich schon wieder einiges unternommen, um wieder fit zu sein für die aktuelle Saison. Die ganz normalen Vorbereitungen, die man eben so hat in der Abstimmung mit den Rechteinhabern. Was uns natürlich gerade besonders beschäftigt im Bereich Wintersport sind die vielen, vielen Events, die wir in der Planung haben, und die aktuelle Corona-Situation und die Dynamik, die uns gerade wieder erreicht, hat uns eben dazu gezwungen, kurzfristig da auch wieder darüber nachzudenken, ob diese Events tatsächlich so stattfinden können, wie wir es vorhaben. Haben uns entschieden, das nicht so tun zu können, um natürlich unsere potenziellen Gäste auch nicht zu gefährden. Das heißt, wir sind gerade wieder dabei zu überlegen, wie aktivieren wir die Wintersportsaison jetzt vor dem Hintergrund einer abermaligen Corona-Situation, die sich für uns natürlich und für uns alle vielleicht nicht ganz so extrem abgezeichnet hatte. Aber wir sind jetzt einfach wieder mitten in der Realität angekommen und müssen mit der Situation umgehen. Fällt uns schwer, aber am Ende des Tages werden wir auch wieder Lösungen finden dafür. Die werden wahrscheinlich dann wieder sehr digital aussehen. Passend auch zum Podcast. Über all das werden wir heute noch sprechen. Ich will erstmal ein bisschen das Rad zurückdrehen ins Jahr 1993, denn dort ist Fissmann erstmals in den Wintersport eingestiegen als Sponsor, also fast knapp 30 Jahre her. Kann man sich eigentlich als Sponsor nochmal neu erfinden? Kann man da noch irgendwas Neues rauskitzeln nach so langer Zeit? Ja, ich denke schon. Wir als Unternehmen entwickeln uns ständig weiter und ich sag mal, die Rahmenbedingungen ändern sich. Die Digitalisierung schreitet voran. Die Internationalisierung spielt für uns eine große Rolle. Und das sind natürlich alles Leitplanken, die für uns im Sponsoring auch eine Rolle spielen. Von daher, wir müssen uns eigentlich zwanghaft immer wieder neu erfinden im Sponsoring. Und ich glaube, diese Dynamik des Neuerfindens wird auch immer größer. Wenn ich die Vergangenheit anschaue, dann glaube ich, waren die Innovationsschritte deutlich länger. Das hat sich verkürzt, wahrscheinlich auch mit dem Lauf der Digitalisierung und den Möglichkeiten, die wir da haben. Von daher, ja, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, und auch äußere Umstände, ich habe es gerade schon gesagt, wie eine Pandemie drängt einen natürlich dazu, Dinge anders zu denken, anders umzusetzen. Und gerade im Wintersport haben wir uns auch zum Teil schon neu erfunden. Ich sag mal, das ganze Thema Branding ist natürlich nach wie vor wichtig, aber wir kommen immer mehr dazu, auch unsere Geschichten zu erzählen, Sponsoring als Teil des Content-Marketings zu begreifen und im Rahmen von Storytelling die Geschichte von Fissmann, die Attribute, die Werte, die Haltung, die für uns wichtig ist, auch über diese Kanäle und Tools zu transportieren. Ihr habt euch ja auch ein Stück weit neu erfunden bzw. neue Sachen ausprobiert, generell in eurer Sponsoring-Strategie. Im Jahr 2017 seid ihr dann in die Formel E eingestiegen und auch kam erstmals Fußball mit dazu. Warum habt ihr die beiden Sportarten mit in eure Sponsoring-Strategie aufgenommen? Ja, das war sicherlich so ein erstes Signal auch, was die Weiterentwicklung des Unternehmens anging, in Richtung Elektrifizierung, ein großes Thema zu der damaligen Zeit, Digitalisierung. Aber auch Internationalisierung, sagte ich eben schon. Und da gab es eben damals die Überlegungen, zum Beispiel in so eine junge Rennserie wie die Formel E einzusteigen als Partner des Jaguar Racing Teams. Die Entscheidung ist vor meiner Zeit getroffen worden. Deswegen kann ich natürlich auch nicht 100% sagen, wie die Entscheidung oder auf Grundlage welcher Rahmendaten diese Entscheidung gefallen ist. Wir haben zuletzt eben festgestellt, dass dieses Tool für uns nicht so richtig gut funktioniert mehr. Zum einen war die Relevanz nicht so groß bei unseren Zielgruppen für das Thema Formel E, vielleicht auch, weil es ein englischer Rennstall war, wir natürlich im deutschen Markt immer noch sehr, sehr stark unterwegs sind. Da fehlte so ein bisschen der Bezug, und auch die direkten Themen rund um das Thema Klimaschutz, da gab es Ansätze, aber so diesen direkten Impact, den wir als Anbieter von Klimalösungen dann für so einen Rennstall liefern konnten, da war jetzt nicht so stark, als dass wir gesagt hätten,
das war das richtige Pferd. Von daher haben wir uns neu aufgestellt und das war ein Stück weit auch die Aufgabe, die ich zuerst auf dem Schreibtisch hatte, als ich vor knapp über 2 Jahren ins Unternehmen gekommen bin. Einfach zu schauen, wie wollen wir uns zukünftig strategisch aufstellen. Das war eben das Umfeld, das du gerade nanntest, Wintersport seit über 20, 25 Jahren, insbesondere im deutschsprachigen Markt, ein wunderbares Tool mit natürlich auch großer Aufmerksamkeit, einer Dominanzstrategie von Fissmann in dem Bereich, im nordischen Skisport und dann eben kleinere Engagements, wie zum Beispiel das Formel-E-Engagement oder auch ein Engagement in Großbritannien bei Huddersfield, die damals gerade in die Premier League aufgestiegen sind. Ganz kurz, aber ihr seid nicht der Sponsor, der dieses Maskottchen zu verantworten hat. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Heizungsboiler als Maskottchen. Das wart ihr nicht, oder? Da bin ich überfragt. Ich glaube nicht, dass wir das waren. Es läge nahe, aber wir haben ja im Wintersport ein eigenes Maskottchen. Das hätten wir dann, wenn dann, noch mit rübergezogen. So viele brauchen wir davon nicht. Ich glaube nicht, dass wir da an Bord waren. Ich habe gerade mal geschaut, dass es bei West Bromwich Albion gibt es tatsächlich einen Boilerman als Maskottchen. Wer das mal nachschauen will, verlinkt man nochmal in die Shownotes. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, guter Punkt. Unterbrochen, glaube ich, an der Stelle, als ich gerade in England angelangt bin und verwiesen habe, dass wir uns eben vor 2 Jahren nochmal die Karten neu gelegt haben, was das Thema Sponsoring anging. Für uns war wichtig, eigentlich die Frage erstmal zu stellen, was muss denn Sponsoring für das Unternehmen Fissmann leisten? Und da sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir haben ein starkes Tool mit dem Wintersport. Das hat aber Limitierungen. Eine Limitierung dahingehend, dass man mit einer Wintersportart oder mit einem Wintersportengagement nicht unbedingt 365 Tage kommunizieren kann. Gerade im Sommer fehlt dann doch die Relevanz. Und das Thema Internationalisierung. Das heißt, in Wachstumsmärkten wie in Asien zum Beispiel ist das Thema Wintersport eben auch nicht so relevant, als dass wir davon hätten zehren können. Und so haben wir in einem langen Strategieprozess überlegt, was wäre dann eine Alternative oder ein Add-on zum Wintersport, um unsere Ziele zu erreichen. Und dann sind wir ganz schnell auf das Thema Fußball gekommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, Fußball, boah, wie langweilig. Aber am Ende des Tages erfüllt es unsere Ziele. Nämlich wir können in diesen verschiedenen Märkten mit einer Plattform, die sehr hohe Reichweiten und auch eine verdammt hohe Relevanz in den für uns wichtigen Märkten hat, eben punkten. Und der zweite Schritt war dann zu überlegen, okay, wenn Fußball, wer ist denn der richtige Rechtegeber, um das Thema dann zu konkretisieren? Und zu dem Zeitpunkt gab es bereits eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München in China. Die besteht seit 2018. Die war sehr, sehr fruchtbar, sehr erfolgreich. Und wir haben dann entschieden, uns mit den Bayern mal auszutauschen und zu schauen, ob wir mit einer erweiterten Partnerschaft nicht eben unsere Ziele in den für uns wichtigen Auslandsmärkten erreichen können. Und so kam es dann am Ende des Tages zu den Gesprächen und zu dem Abschluss und jetzt auch vor kurzem ja der entsprechende Launch dieser Partnerschaft für einige europäische Märkte. Was ist denn so, wenn man sich die Sponsoringrechte weltweit anschaut, ein vergleichbares Recht, das in der Liga mitspielt, das auch international ausgerichtet ist, aber auch einen gewissen lokalen Bezug hat? Also gibt es da noch weitere Engagements, die bei euch auf dem Tisch mitlagen? Ja, es gab sicherlich noch weitere Engagements, auch andere Sportarten. Da kann man ja auch mal, ich sag mal, kleiner denken in Handball, Champions League, wo du natürlich auch unterschiedliche Märkte abbildest. Da bist du in Asien dann aber nicht so stark. Also wir hatten diverse Engagements auf dem Prüfstand, haben auch mal ganz ins Blaue gedacht und über Testimoniallösungen nachgedacht. Am Ende des Tages haben wir alle gesagt, die beste Lösung erscheint aus unserer Sicht eben die Partnerschaft mit einem starken deutschen Verein, der eben sehr, sehr stark international auch ausstrahlt. Und da gibt's an der Stelle tatsächlich nicht so viel Alternativen. Und dann sind wir sehr schnell mit dem FC Bayern übereingekommen, dieses Engagement dann eben auch zum Leben zu erwecken. Was euer Geschäftsführer, der Max Fissmann, sicherlich schade findet. Ich glaube, sein Herz schlägt für einen anderen Verein, richtig? Absolut. Da gibt es natürlich bei uns im Vorstand viele Menschen, die sehr fußballaffin sind, deren Herz tatsächlich für die unterschiedlichsten Vereine schlägt. Das macht es natürlich tatsächlich in der Diskussion auch nicht immer ganz einfach. Wir bewegen uns in einem hochemotionalen Umfeld im Sponsoring. Das ist ja auch das große Fund des Sponsorings. Und die Gespräche dann aber auf eine objektive und sachliche Ebene und datenbasierte Ebene zu setzen, ist nicht immer ganz trivial. Und das hat auch nichts mit Fissmann zu tun, sondern das ist, glaube ich, in allen Unternehmen so. Aber wir haben es wirklich auf einer sehr, sehr
daten- und faktenbasierten Grundlage diskutiert und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass es für uns die richtige und beste Lösung ist. Und wie wird so eine Entscheidung dann getroffen? Ist das dann basierend auf, wenn du sagst, emotionalen Kriterien versus rationale Kriterien? Also was überwiegt da? Da überwiegen am Ende des Tages die rationalen Kriterien und nicht die emotionalen. Und klar, ein bisschen Bauchentscheidung gehört, glaube ich, auch dazu, wenn du ein Unternehmen führst. Aber am Ende des Tages zählen Daten, Fakten. Und die haben wir geliefert am Ende des Tages, um diese Entscheidung dann eben auch zu fällen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir uns kennengelernt haben, als du noch Sponsoringleiter bei der Deutschen Bahn warst. Du warst über 16 Jahre dort hier in Berlin. Jetzt bist du bei Viessmann seit 2 Jahren. Wie unterscheidet sich denn deine Arbeit bei Viessmann im Vergleich zur Deutschen Bahn? Oh, das ist eine gute Frage. Also unterscheidet sich natürlich schon sehr, sehr stark. Alleine aufgrund der Struktur des oder der Unternehmen bei Viessmann. Ein reines Familienunternehmen. Das denkt natürlich ganz anders als ein großes Dickschiff wie die Deutsche Bahn mit verschiedenen Stakeholdern, sehr politisch orientiert. Von daher gibt es natürlich allein in der Unternehmenskultur komplett andere Eckpfeiler in einem Familienunternehmen. Und wenn ich das mal so ein bisschen in Richtung meiner Aufgabe, nämlich des Sponsorings, verschiebe, dann kann ich es eigentlich mit 2, 3 Attributen beschreiben. Bei der Deutschen Bahn war es zumindest auch am Ende der Zeit, als ich da verantwortlich war, eher ein Reagieren und ein Verwalten von Sponsoring-Engagements. Hier im Unternehmen Viessmann ist es einfach genau das Gegenteil. Hier ist es eher das Agieren und das Neugestalten von Engagements, siehe das, was ich eben erzählt habe. Also ein grundlegender Unterschied, was die Unternehmenskultur angeht, aber eben auch, was die Einstellung zum Tool Sportsponsoring oder Sponsoring im Allgemeinen angeht. Und es ist natürlich sehr, sehr angenehm, in einem solchen Umfeld zu agieren, wo dieses Tool einen hohen Stellenwert hat, als in einem Unternehmen, wo Sponsoring eher so ein Streichkandidat ist, wenn es da mal nicht so gut läuft. Auch das kennen wir ja alle in der Branche. Das Gefühl habe ich eben bei Viessmann ganz und gar nicht. Wie war das für dich persönlich da? Es war ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, die du bei der Deutschen Bahn warst und plötzlich kommst du in so ein sehr digital, sehr agil geführtes Unternehmen. Wir hatten ja hier im Podcast schon mit dem Florian Fehr gesprochen, damals noch von der Digitaltochter von Viessmann. Glaube ich, 3 Jahre ist es her, als wir hier im Podcast gesprochen haben, der natürlich auch gesagt hat, dass man dieses Familienunternehmen führen muss wie ein digitales Schnellboot. Also wie war es für dich persönlich, da reinzukommen in dieses Schnellboot? Also ich habe mich da super schnell akklimatisiert. Für mich war das wichtigste Argument die Unternehmenskultur, das Klima, das dort vorherrscht. Und da habe ich mich vorher schon sehr gut informiert. Das war mir sehr, sehr wichtig, in ein Umfeld reinzukommen, wo das Klima funktioniert. Und das war das ausschlaggebende Momentum. Wenn du dich irgendwo wohlfühlst, dann akklimatisierst du dich auch relativ schnell. Von daher war das für mich jetzt auch gar kein großer Veränderungsprozess im Sinne von, jetzt kommst du aus dem Konzern, bist jetzt in einem Familienunternehmen. Du darfst natürlich Familienunternehmen jetzt auch nicht als 30-Mann-Unternehmen sehen, sondern wir haben 13.000 Mitarbeiter bei Viessmann. Das sind jetzt auch schon teilweise Konzernstrukturen, die da vorherrschen. Es ist jetzt auch nicht so, dass da Entscheidungen von jetzt auf gleich gefällt werden und du nicht vielleicht dann doch nochmal 1, 2 Stufen hochlaufen musst, um gewisse Dinge auch zur Entscheidung zu bringen. Aber es ist doch ein deutlicher Unterschied zu einem Großkonzern. Du bist einfach tatsächlich viel agiler. Du hast es eben angesprochen, das was Florian Fehr vor 3 Jahren im Podcast erzählt hat. Das ist nach wie vor noch so. Die Prozesse sind nach wie vor sehr, sehr dynamisch im Unternehmen. Ja, wir versuchen uns im Sponsoring entsprechend anzupassen. Das waren ja auch die Worte, die ich eben schon gewählt habe. Wir versuchen uns auch da neu zu erfinden und das funktioniert natürlich auch nur in dynamischen Umfeldern. Jetzt hast du ja damals mit der Deutschen Bahn das Sponsoring eher auf den deutschen Markt ausgerichtet, sei es damals mit Hertha oder mit Eintracht Frankfurt oder auch mit dem deutschen Olympiateam. Jetzt mit Viessmann bist du einerseits mit dem Wintersport auch lokal in Deutschland unterwegs, mit deutschen Sportlern und deutschen Verbänden und mit dem FC Bayern erstmals so richtig international unterwegs. Wie unterscheidet sich denn dieses internationale Sponsoring-Engagement im Vergleich zu einem lokalen Engagement? Das ist tatsächlich schon was ganz anderes. Ich sag mal, das Wintersport-Engagement, das natürlich sehr stark tatsächlich für den deutschsprachigen Raum auch genutzt worden ist, das ist natürlich auch gelernt. Da sind Prozesse gelernt, da sind Strukturen fest, da kennen sich die Leute mit aus. Vieles macht man nicht zum ersten Mal. Das hat sich natürlich jetzt mit einem neuen Engagement, das eben auch komplett europäisch ausgerichtet ist. Wir haben keine Rechte für den deutschen Markt, auch tatsächlich sehr bewusst nicht eingekauft, sondern
für die für uns wichtigen europäischen und asiatischen Märkte. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, das in so einem Unternehmen auch umzusetzen, weil am Ende des Tages kannst du natürlich aus der Zentrale heraus auch nicht alles bis vor Ort steuern und umsetzen. Das heißt, du brauchst natürlich sowas wie eine verlängerte Werkbank in den jeweiligen Märkten. Und da, und das ist natürlich das Besondere, hast du natürlich jetzt keine Sponsoring-Fachleute. Die haben sich mit dem Thema noch nicht so stark auseinandergesetzt. Das sind Marketing-Vertriebskollegen, mit denen wir da interagieren. Und da musst du natürlich erstmal auch ein Verständnis dafür schaffen, welche Chancen bieten denn Sponsoring, die Assets, die wir beim FC Bayern eingekauft haben. Was kann ich damit machen? Da müssen wir Ideen liefern, da müssen wir immer wieder in den Dialog gehen, um zu sagen, wie können denn die Kollegen vor Ort ihre Marketingstrategie aufwerten, indem sie eben die wertigen FC Bayern Assets auch nutzen. Und das ist jetzt ein Prozess, der bei uns gestartet ist und den wir sicherlich noch verfeinern müssen, wo wir auch alle miteinander noch lernen. Aber wir sind da guter Dinge, weil wir natürlich auch einen großen Pull aus den Märkten bekommen, die sich das Thema ja auch ausgesucht haben. Welche Zielmärkte wollt ihr damit targetieren in Asien? Nur China oder gehören auch die Middle East Staaten mit dazu? Na, wenn wir es mal uns genau anschauen, dann haben wir, wie eben schon gesagt, 2018 in China mit dem Engagement angefangen. Wir haben das dann Anfang diesen Jahres erweitert auf südostasiatische Märkte, zum Beispiel Vietnam, Indonesien, Philippinen. Das sind so ein paar Märkte, die wir im Moment auch bespielen, wobei aufgrund der aktuellen Corona-Lage wir da sehr, sehr restriktiv leider unterwegs sein müssen. Nichtsdestotrotz ist das ja auch auf die Zukunft ausgelegt und auf Wachstumsmärkte, auf gemeinsames Wachstum, sowohl der Bayern als auch von uns. Und was wir eben jetzt zuletzt gemacht haben, eine weitere Expansion der Partnerschaft auf europäische Lead Countries. Das sind ganz konkret die Märkte in Frankreich, Spanien, die Benelux-Länder, Polen und Russland. Das sind tatsächlich jetzt die Territorien, die wir mit dem FC Bayern-Thema bespielen. Ich will gleich mit dir nochmal tiefer reingehen in das FC Bayern-Sponsoring, warum ihr das gemacht habt. Du hast selber mal im Vorgespräch gesagt, wir haben Fußball nicht gelernt. Mal gucken, was ihr dann jetzt im Fußball lernen wollt. Über die Climate Partnership sprechen wir auch noch. Aber ich will noch mal kurz zurück in den Wintersport, weil wir haben jetzt auch dieses Jahr eine Besonderheit. A, natürlich durch Corona. B, durch die Olympischen Spiele, die anstehen. Wie schafft ihr es denn als Fiesmann, weil die Olympischen Spiele auch in Asien stattfinden, dort auch stattfinden zu können, ohne offizieller IOC-Partner zu sein? Naja, vor Ort werden wir sicherlich nicht stattfinden können, aufgrund der Restriktionen, die es da grundsätzlich ja in China gibt, rund um die Olympischen Spiele. Nichtsdestotrotz, und das haben wir auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht, wenn es Olympische Spiele gab, haben wir natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die uns da bleiben, auch kommuniziert. Und wir tun das natürlich sehr stark über unsere Engagements, die wir mit den Athleten haben. Das heißt, wir fokussieren uns tatsächlich auf unsere Fissmann-Athleten im Wintersport und machen mit denen Stories oder sind gerade dabei, das vorzubereiten, angefangen von natürlich Social-Media-Aktivitäten, wo wir über unsere Athleten sprechen, wo wir vielleicht irgendwelche Glückwünsche vorbereiten, wenn die Medaillen holen. Das ist ja alles umsetzbar, bis hin zu irgendwelchen Hintergrund-Stories mit den Athleten, die wir natürlich spielen können. Da beziehen wir uns überhaupt gar nicht auf direkt auf die Olympischen Spiele, sondern versuchen eben über unsere Heroes entsprechende Stories auch aufzubauen. Aber wir halten uns da natürlich an die Regularien, die der DOSB oder beziehungsweise das IOC da auch ausgibt und sind da auch im Austausch mit der DSM, um wirklich auch sauber zu sein. Das liegt uns sehr, sehr nah oder ist uns sehr, sehr wichtig, da keine roten Linien zu überschreiten. Nichtsdestotrotz tun wir eben im Rahmen des Möglichen da schon einige Dinge rund um die Olympischen Spiele, ja. Jetzt denke ich mal ganz naiv, aber ist es für euch auch denkbar zu sagen, ihr nutzt das FC Bayern-Sponsoring dazu aktiv, dass man zum Beispiel einen Robert Lewandowski mal in einen Skispringeranzug packt und das Ganze so irgendwie aktiviert in Asien? Also wir haben tatsächlich schon über solche Dinge nachgedacht, aber die sind noch so ein bisschen im Backlog im Moment. Wir hatten ähnliche Ideen auch schon mal rund um das Engagement mit Jaguar Racing, wo wir gesagt haben, da könnten wir doch mal einen der Fahrer zusammen mit einem Biathleten auftreten lassen. Der eine bringt dem einen das Fahren bei, der andere das Schießen. Solche Stories mal zu machen, auch zwischen FC Bayern und dem Wintersport, das ist sicherlich eine schöne Alternative. Wir müssen nur gucken,
Mit wem wir das machen, mit der Drei-Spieler-Regel ist es natürlich nicht ganz so einfach, jemandem aus dem aktuellen Kader solche Geschichten erzählen zu lassen. Aber wir haben im Rahmen der Partnerschaft mit dem FC Bayern auch Zugriff auf viele Legenden und Markenbotschafter des FC Bayern. Und mit denen solche Geschichten zu erzählen, das macht hochgradig Sinn. Haben wir, wie gesagt, im Hinterkopf. Aber wir müssen ja erst ein paar Dinge noch aufsetzen und auf die Straße bringen, um das Engagement erstmal zum Leben zu erwecken. Aber solche Storys schämen uns tatsächlich vorher. Wenn man sich das Thema Wintersport anschaut, dann kommt man nicht um ein Thema herum, nämlich Nachhaltigkeit, das ihr euch ja auch als Firma auf die Fahne schreibt. Wie nutzt ihr das in Kombination mit dem Wintersport-Sponsoring? Da sind wir aktuell auch in Gesprächen mit den Wintersportverbänden zu. Wir reden über tatsächlich natürlich Klimapartnerschaften im weiteren oder engeren Sinne, weil das absolut authentisch ist. Du hast es gerade schon gesagt, das ist natürlich Teil unserer Unternehmens-DNA. Wir reden von uns als Anbieter von Klimalösungen, bestenfalls nachhaltigen Klimalösungen. Da gibt es natürlich gerade im Zusammenspiel mit den Rechteinhabern wahnsinnig viele Chancen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Wintersportverbände anschauen, mit denen wir ja unterwegs sind, sei es jetzt die IBU oder auch die FIS, die sich ja alle auch Nachhaltigkeits- und Klimaziele mittlerweile auf die eigene Agenda geschrieben haben. Und die können natürlich nur dann erreicht werden, wenn auch im Zusammenspiel mit allen Partnern an der gleichen Stelle eben agiert wird und gemeinsam eingezahlt wird auf die Möglichkeiten, die wir da haben, um, ich sag mal, die Nachhaltigkeitsziele und insbesondere auch die Klimaziele zu erreichen. Und da sind wir natürlich ein sehr, sehr hervorragender Partner, weil wir A, das entsprechende Know-how haben für natürlich die Dinge, die wir im Gebäudesektor anbieten können. Und da reden wir natürlich auch über viele, viele Sportstätten. Und B, haben wir nicht nur das Know-how, sondern auch die Produkte, es umzusetzen. Und eine erste Geschichte haben wir im letzten Jahr schon erzählt. Wir haben rund um die nordische Ski-WM, die in Oberstdorf stattgefunden hat, schon eine schöne Home-Story gemacht, wo wir gezeigt haben, wie sich die Modernisierung der Anlagen dort eben auch mit Hilfe unserer Produkte in Richtung Klimafreundlichkeit entwickelt. Und das sind die Ansätze, die wir inhaltlich verfolgen, zusammen mit unseren Rechtepartnern oder Rechteinhabern. Und zum anderen wollen wir das eben auch nutzen, um Content zu produzieren und das Storytelling zu erweitern. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als diesen Proofpoint dann auch zu nutzen, eine Klimapartnerschaft erlebbar zu machen anhand von ganz konkreten Beispielen, sei es jetzt an Sportstätten, so wie ich es eben sagte, oder eben auch im Zuhause unserer Athleten. Wir reden immer davon, Klimaschutz fängt zu Hause an. Bei jedem Einzelnen, ganz im Kleinen kann das passieren. Und auch diese Beweisführung haben wir in den vergangenen Jahren angetreten, indem wir einfach gezeigt haben, wie eben auch unsere Sportler mit ihren nachhaltigen Ideen auch und mit unserem Support eben da ihren Beitrag leisten. Und so stellen wir uns grundsätzlich auch jegliche Art von Sponsoring-Partnerschaft vor. Ich persönlich denke, dass wir im Sport noch sehr, sehr weit zurück sind im Vergleich zu anderen Industrien, was Nachhaltigkeit angeht. Wir hatten hier im Podcast mit der Jana Bernhardt von der S20 und dem Stefan Althoff von der Deutschen Telekom darüber gesprochen, was die Sponsoren denn tun können. Wenn ich jetzt Headlines lese im Wintersport, wie erste Skirennen in der Mall, glaube ich, in Dubai in der Wüste oder Skirennen über 3000 Meter, weil darunter kein Schnee mehr da ist oder sowas, dass im Thüringer Wald über den Sommer hinweg zig Tonnen Eis einfach eingefroren werden oder Schnee, damit man dann wieder Bob fahren kann. Wie siehst du denn eure Rolle als Sponsor, um bei sowas auch zum Beispiel die Hand zu heben und sagen, das geht nicht, das sollte man nicht tun? Sehr gute Frage. Damit haben wir uns natürlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Am Ende des Tages haben wir ein Riesenthema gerade und das ist der Klimawandel. An dem kommen wir nicht vorbei, als Unternehmen nicht, wollen es auch nicht, bieten dafür ja auch Lösungen an. Aber eben auch im Dialog mit unseren Partnern im Sport ist das natürlich eine sehr, sehr lebhafte Diskussion. Und ich bin bei dir, du hast es eben gesagt, da sind wir vielleicht im Sport an der einen oder anderen Stelle noch ein, zwei Schritte zurück. Aber, und das ist auch unsere Haltung und unsere Rolle in dieser Diskussion, wir machen da nicht nur darauf aufmerksam, sondern wir wollen aktiv unseren Beitrag leisten, um auf allen Ebenen eben insbesondere das Thema Klimaschutz voranzutreiben. Und ich hatte es eben schon gesagt, gerade die Wintersportverbände haben das natürlich jetzt auch registriert.
Die gesellschaftliche Diskussion rund um diese Themen ist ja im vollen Gange und das geht an keinem vorbei. Da müssen wir auch nicht nur auf den Wintersport schauen. Aber natürlich ist das ein sensibles Thema, weil wir hier natürlich eine Sichtbarkeit des Klimawandels auch haben. Fehlender Schnee am Ende des Tages ist relativ einfach festzustellen, dass wir hier einfach Anzeichen sehen, die der Klimawandel hervorbringt und die einfach die Existenz von solchen Sportarten ja ein Stück weit gefährden. Und wir treten einfach dafür an, jetzt nicht unbedingt den Wintersport zu retten und der Allheilsbringer zu sein. Aber wir unterstützen das Engagement der Rechteinhaber, das mittlerweile sehr, sehr stark ausgeprägt ist, eben mit unserem Know-how. Wir stoßen an, wir sind im Diskurs, wir bieten Lösungen an. Die ersten Dinge kann man ja schon sehen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, an der Stelle wirklich auch ein Stück weit Enabler zu sein, Treiber zu sein für dieses Thema und das mit allen Partnern zusammen zu spielen. Hier müssen wir alle zusammenstehen und am gleichen Ende des Seiles ziehen. Die Macht liegt ja so ein bisschen bei den Sponsoren, weil da kommt das Geld her, womit die Vereine, Verbände und Co. sich refinanzieren. Das heißt, die Macht sehe ich so ein bisschen auch bei euch. Zumindest habt ihr den größeren Hebel. Würdest du sagen, wenn ihr zukünftig Sponsorings eingeht, dass ihr das auch anhand von Nachhaltigkeitskriterien des Gesponserten festmacht? Also sagt ihr auch, okay, wir legen die Messlatte hier hoch und darüber musst du springen, sonst wird man gar nicht erst als Sponsor einsteigen? Also es ist definitiv ein wichtiges Kriterium, kann ich nur zu 100% beipflichten. Wir haben das jetzt noch nicht skaliert in irgendeiner Form, indem wir sagen, da gibt es jetzt eine Checkliste und die 7 wichtigsten Punkte müssen abgehakt sein. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, ich sag mal, die Rechteinhaber in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Die einen sind vielleicht schon ein Stück weiter, die anderen noch nicht so weit. Wenn wir aber die Ansätze sehen und den festen Willen der Sportplattform hier in die richtige Richtung zu marschieren, und das tun wir zumindest aktuell bei unseren Partnern, dann ist das sicherlich ein wichtiges Kriterium, um zu sagen, jawohl, wir wollen auch in den nächsten Jahren mit euch zusammenarbeiten. Aber wir haben da jetzt keine Skalierung im Sinne von, du musst jetzt 37 Punkte von 40 erreichen und dann bist du für uns der richtige Partner. Soweit sind wir da nicht. Ja, in dieselbe Kerbe schlägt ja auch dann eure neue Partnerschaft mit dem FC Bayern, die auch als Climate Partnership deklariert ist. Nicht deklariert ist vielleicht das falsche Wort, das klingt so negativ. Es ist eine Klimapartnerschaft. Wie unterscheidet die sich denn von einem, in Anführungsstrichen, Otto-Normal-Sponsoring beim FC Bayern? Naja, grundsätzlich, ich würde es jetzt gar nicht mal nur an der Klimapartnerschaft festmachen, unterscheidet sich unser Sponsoring schon ein Stück weit im Ansatz, weil wir hier rein auf einen Storytelling-Ansatz gehen. Und ich hatte es eben schon gesagt, Sponsoring als Teil des Content-Marketings auch verstehen. Besonders insofern, als dass wir gesagt haben, wir wollen ganz bewusst die ganzen Branding-Tools außen vor lassen. Und beschränken uns eben darauf, was heißt beschränken, wir nutzen die Reichweiten und die Relevanz der FC Bayern-Kanäle in den jeweiligen Ländern, die wir bespielen. Und das war uns sehr, sehr wichtig, eben Zugang zu Protagonisten des Vereins zu bekommen. So wie wir es im Wintersport mit unseren Athleten machen. Nur, ich sag mal, rund um spannende Personen macht es ja auch Sinn, Storytelling zu betreiben. Nichts interessiert einen Menschen mehr als andere Menschen. Und das war für uns der Aufhänger, um mit den FC Bayern Verantwortlichen auch, ja, aus meiner Sicht ein sehr, sehr uniques Paket zu verhandeln, wo wir sehr, sehr viele Zugänge zu Protagonisten des Vereins haben. Ob das jetzt Spieler sind, die wir wie andere Sponsoren natürlich genauso nutzen können, bei Marketingtagen, um auch Werbekampagnen zu machen. Aber wir haben eben sehr, sehr viele Zugänge zu Markenbotschaftern des FC Bayern, zu Legenden, die wir natürlich auch für die Märkte nutzen können. Wo wir sagen, so ein Roy Mackay funktioniert natürlich in Niederlanden ganz hervorragend. Ein Vicente Lizarazu für den französischen Markt, ein Daniel van Beuten für die Belgier. Das heißt, da haben wir so ein paar Anknüpfungspunkte, wo wir sagen, da können wir sehr regional fokussiert auch agieren. Und das ist ein Stück weit auch eine weitere Besonderheit dieses Engagements beim FC Bayern München, dass wir sagen, die Rechte müssen tatsächlich auch tailor-made für unsere Märkte funktionieren. Natürlich werden wir aus der Zentrale her sehr stark diese Content-Produktion anschieben, aber immer in dem Wissen, dass wir adaptierbar sein müssen für die Märkte. Das ist eine Herausforderung, definitiv, aber aus unserer Sicht ein sehr, sehr spannender und guter Ansatz und aus meiner Sicht relativ unique. Ein cooler Ansatz, der mir gerade so in den Kopf kommt, vielleicht habt ihr das ja auch mal irgendwie auf dem Schirm gehabt oder in der Ideenliste,
wäre so eine Art CO2-neutrales, klimaneutrales Sponsoring. Jetzt kann man sagen, zum Beispiel macht zu allen Aktivitäten, die man macht, eine entsprechende Auflistung, was man dann an CO2 kreiert und was man dann entsprechend auch im Nachgang an das Sponsoring oder parallel schon kompensiert. Natürlich ist Kompensation nicht die Lösung. Idealerweise ist eine grundsätzliche Vermeidung von CO2 besser. Aber würde sowas nicht eine Climate-Partnerschaft noch unterstreichen oder auch dann wirklich den Sinn dahinter noch ergänzen? Absolut, wobei wir uns natürlich auch nur auf das beschränken können, was wir selber leisten. Und da rede ich über Gebäudeinfrastruktur. Und wenn du über Klimaneutralität von Events, Sportevents sprichst, dann hast du natürlich noch ganz andere Sektoren, Mobilität, Sonstiges. Deswegen habe ich auch eben gesagt, du kannst es, glaube ich, nur im Verbund auch mit allen Partnern schaffen, entsprechende, ob es jetzt Klimaneutralität oder zumindest das Erreichen der Klimaziele oder die Verbesserung des CO2-Fußabdrucks hinzubekommen. Das obliegt nicht nur einem Unternehmen oder einem einzelnen Sponsor. Das funktioniert nur im Verbund. Da gibt es natürlich auch schöne Beispiele, die wir jetzt auch schon angehen. Zum Beispiel, da muss ich jetzt wieder switchen in Richtung Wintersport, wo wir Energieeffizienzanalysen machen, zusammen mit den Rechteinhabern, zusammen mit den Ausrichtungsorten, wo wir einfach schauen, wo sind dann Potenziale, um tatsächlich CO2 einzusparen bei Events. Ja, du hast gerade gesagt, dass ihr das ja mit allen Partnern irgendwie gemeinsam machen müsstet. Wenn ich mir die Partner anschaue vom FC Bayern, sei es jetzt Siemens, die ja schon mit ihrer Rasentechnologie dafür sorgen, dass da Energie eingespart wird, beziehungsweise der Rasen besser wächst. Allianz, auch sehr global unterwegs, was Nachhaltigkeit angeht. Adidas, Audi, die in die E-Mobilität reingehen. Also alle Partner haben ja irgendwie das Thema Nachhaltigkeit auf ihrer Agenda. Wäre auch Quatsch, wenn nicht. Inwieweit seid ihr denn jetzt im Rahmen des FC Bayern in einer Art gemeinsamen Taskforce oder im Austausch zum Thema Klimaschutz? So weit sind wir tatsächlich noch nicht. Wir hatten auch schon mal darüber nachgedacht, auch in frühen Gesprächen mit dem FC Bayern, als es darum geht oder ging zu hören, wie sieht eigentlich die Nachhaltigkeitsstrategie des Vereins aus, die eben zu dem Zeitpunkt noch in Erarbeitung war, wo wir eben uns auch angeboten haben, genau diese Dinge zu tun, einfach dort mitzuhelfen mit unserem Know-how. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir in der Zukunft gehen müssen. Tatsächlich hat es noch nicht stattgefunden, aber sich da zusammenzutun und, wie gesagt, an einem Strang zu ziehen, macht aus meiner Sicht hochgradig Sinn. Am Ende des Tages musst du natürlich auch mal schauen, wie kannst du deine eigenen Interessen an der Stelle mitschwingen lassen. Aber wir haben alle dieses große gemeinsame Ziel und da gilt es eben mit allen Kräften dran zu ziehen. Jeder für den Bereich, den er verantwortet. Georg, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Erfolg, A, bei der Umsetzung eurer Wintersportaktivitäten und B, dass ihr mit der Klimapartnerschaft beim FC Bayern erfolgreich seid und vielleicht nimmt sich ja der ein oder andere, der heute hier zugehört hat, ein Beispiel und startet Ähnliches, weil ich glaube, das tut dem Sportbusiness in Deutschland gut, genau solche Vorreiter wie euch zu haben. Deswegen vielen lieben Dank, dass du uns heute hier Einblicke gegeben hast, wie ihr das macht, was ihr macht. Meinem Gast gehört natürlich immer das letzte Wort. Georg, was liegt dir noch auf dem Herzen? Was möchtest du loswerden? Und wie kann man dich, euch bei Fragen zum Beispiel zu euren Sponsoring-Aktivitäten erreichen? Also grundsätzlich bin ich über alle Channels erreichbar, ob es LinkedIn, Xing ist. Ich glaube, da bin ich auffindbar und wer Kontakt aufnehmen möchte, kann es gerne tun. Bin da sehr, sehr offen für Diskussionen, gerade zu dem Bereich, den wir zuletzt eben auch thematisiert haben. Und ich glaube, das ist einfach auch die Zukunft des Sponsorings. Wir müssen uns mit den gesellschaftlich relevanten Themen stärker auseinandersetzen und dazu gehört eben sowas wie Nachhaltigkeit, insbesondere der Klimaschutz. Das ganze Ding fliegt uns sonst um die Ohren, auf gut Deutsch gesagt. Und wer sich mit den Themen noch ein bisschen mehr befassen möchte, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wir verlinken euch nochmal ein paar Folgen, die wir hier schon hatten im Podcast, zum Thema Responsible Sponsoring mit der S20 oder auch mit dem Geschäftsführer von Bergfreunde, dem ersten klimaneutralen Online-Shop. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Georg, alles Gute, vielen lieben Dank und Grüße nach Mitteldeutschland. Mach's gut und ciao, ciao. Ciao, Daniel. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.